Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute ein XXL-DM-Haul, ja, der letzten Wochen. Ich habe das jetzt so ein bisschen gesammelt und da fange ich gleich mal mit dem ersten Teil an. Und zwar habe ich mir den Balea Adventskalender mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalte. Vielleicht geht er auch in die Verlosung. Ich werde auf jeden Fall demnächst eine Verlosung hier machen für die 300 Abonnenten. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und ich fand den eigentlich ziemlich gut, habe den jetzt 2 Jahre lang gehabt, habe mal so ein bisschen reingeguckt in YouTube bei Frühlings Rolina, glaube ich, heißt sie. An dieser Stelle einen schönen Gruß von mir. Ja, ich glaube, er gefällt mir auch dieses Mal wieder ganz gut. Falls ich aber noch einen anderen für mich erwische, wird der vielleicht in die Verlosung gehen oder ich werde irgendwas anderes besorgen. Also mal gucken. Auf jeden Fall habe ich ihn schon mal, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich zum zum Rossmann noch mal komme und ob ich da überhaupt noch was kriege und ja, keine Ahnung. Ansonsten habe ich hier eine große Tasche mit vielen Sachen. Es sind auch ein paar einzelne Sachen von Edeka dabei. Und ich greife einfach rein. Ihr kennt das ja schon. Eins meiner All-Time-Favorites ist von Schauma im Moment das Fresh It Up Shampoo. Ich finde es richtig gut. Da kann ich meine Haare auch mal 2, 3 Tage ungewaschen lassen. Also, ich meine, sie trocknen ja eh aus und man sollte ja auch nicht 5-mal in der Woche Haare waschen, wenn sie schon ein bisschen koloriert sind und so. Und mit denen komme ich dann mit meinen 3-mal gut hin. Habe ich mir nachgekauft, beim DM geht es schon wieder raus. Ich habe Bedenken, dass sie es aus der Produktion nehmen, deshalb schnell zugegriffen, habe ein paar Flaschen auf Vorrat. Ja, ne, solange der Platz reicht. Balea After Sun Shampoo und Spülung, das hatte ich mir letztes Jahr geholt. Ich glaube, letztes Jahr kam das erstmal mit dieser Duftrichtung raus, oder? Ist schon 2 Jahre. Ich weiß nicht, es ist noch nicht ganz leer. Ich hatte es im Urlaub dabei, auch dieses Mal wieder. Und ich finde es so toll vom Geruch her. Es riecht so nach Sonne, Strand, Meer, Palmen. Also, ach, ja. Ich habe gedacht, ich nehme mir mal noch eine Flasche, eine Tube mit, bevor es aus der Produktion geht und aus dem Regal verschwindet. Nächstes Jahr hat es vielleicht einen anderen Duft und ja, aber es erinnert mich so an Mauritius, ne? Schon wieder ein ganzes Jahr her. Und noch ein Shampoo und zwar Kopfhautbalance, auch von Balea. Das habe ich mir mitgenommen, weil ich immer Kopfende Juckhaut habe, juckende Kopfhaut habe, ne? Ja, immer mal wieder. Im Moment ist es wieder ein bisschen schlechter und die Shampoo-Wirkung fand ich ganz okay. Ob es was für die Kopfhaut tut, konnte ich jetzt so noch nicht erkennen, weil ich ja meistens das hier verwende und nur ab und zu mal das. Vielleicht muss ich da einfach mal ein paar Mal hintereinander an das hier ran. Das muss ich weiter beobachten, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich mir mitgenommen von Dresdner Essenz ein Refreshing Yuzu Peeling und Bart. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal ausprobiert? Also, ich finde, es riecht sehr gut. Hab mich jetzt aber noch nicht so damit beschäftigt. Ja, aber das werde ich demnächst mal testen. Ich fand die Idee cool. Im Endeffekt ist es aber so, wenn ich zum Baden gehen will und dann habe ich irgendwie keine Lust, mich zu peelen und dann zu baden. Also, das ist mir dann irgendwie zu viel Act. Ja, muss ich mal gucken, ob sich das für mich bewährt. Ich habe es natürlich auch gleich 2-mal mitgenommen, ne? War ja klar. Ein Fehlkauf meinerseits mal wieder von Batiste, das Trockenshampoo. Ich habe das schon mal falsch genommen. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Dunkle nehme. Eigentlich will ich das Brünett. Und das ist ja das Divine Dark. Also das muss ich nochmal umtauschen. Aber ich mag das Trockenshampoo von Batiste sehr gerne. Und habe jetzt momentan noch 2 andere da von Isana und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt. Und das von Isana, es riecht so fürchterlich. Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, weil das kann man niemandem zumuten. So außenrum. Mitgenommen habe ich mir von Réel das Tönungs-Shampoo. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Meine Friseurin ist im Urlaub, die kommt heute heim und ich hoffe, sie hat diese Woche gleich einen Termin für uns. Und ja, ich habe halt wieder einen ordentlichen Ansatz und da habe ich gedacht, weil wir eine Feier hatten letzte Woche, ich nehme mir mal dieses Réel mit. Ich habe hier dieses Kupfergold. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Und ich hatte aber auch noch ein Blond und habe erstmal das Blond verwendet und ich fand es ganz okay. Ich meine, es hält nicht lange. Also ich könnte mir vorstellen, also jetzt ist es schon
zweimal gewaschen seitdem, dass man nicht mehr viel sieht. Aber wenn man das direkt macht und am nächsten Tag die Veranstaltung hat, ist es, glaube ich, ganz okay gewesen. Es steht drauf, es wäre nicht für graues Haar geeignet, aber so zum Überbrücken für einen Tag eine Haarwäsche. Fand ich es doch schon mal machbar. Und ja, werde mich dann vielleicht demnächst mal an das Rot trauen. Mal gucken, wie das aussieht, ob das was ist. Ich wollte mit dem Rot nicht anfangen, weil wenn das dann nichts gewesen wäre, hätte ich hier oben vielleicht Orange gehabt, ne? Und das auf einer Feier, das wäre jetzt nicht der Renner. Aber ich lasse mich jetzt wieder komplett färben und dann probiere ich das mal aus. Mal gucken. Mitgenommen habe ich von Alverde die Augencreme. Und zwar diese hier. Frische mit Bachblüten ist es. Ja, leider ist ja meine andere rausgegangen, die blaue, mit dem Augentrost. Und ich bin mal gespannt, ob die genauso gut ist. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal getestet? Ich habe, glaube ich, noch nie was von der gehört, aber die gibt es ja jetzt schon länger. Also würde mich mal interessieren, wenn ihr was drüber wisst, wie ihr die fandet. Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Ich werde die auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Irgendwie habe ich kein Glück mit den Augencremes. Ne? Alle, die mir gefallen, gehen immer raus. Dann habe ich mitgenommen von Finish Powerball diesen Vorratspack. Den kaufe ich ja immer beim DM, wenn es diese 20-Fachpunkte gibt, weil das Zeug ist ja ziemlich teuer. Und der DM ist schon relativ günstig, was das angeht. Und dann noch die Punkte von Payback und dann geht's halt. Ne? Ich habe da immer so einen Vorrat da, immer wenn die gerade kommen. Wenn die Punkte gerade kommen und dann kaufe ich es mir. Von Balea das Gesichtswasser, das rosafarben ist, so ein Alltime-Favorite, kaufe ich mir immer wieder nach. Genauso wie von Alverde den Zwei-Phasen-Make-up-Entferner, den mag ich sehr gerne. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch ein Make-up-Entferner-Öl. Habt ihr damit Erfahrung? Wie ist denn das? Also funktioniert das auch mit wasserfestem Make-up? Also ich denke ja schon, aber brennt das nicht? Ich hätte da echt Bedenken. Also das verwende ich jetzt nicht für die Augen. Ich habe ja noch den Augen-Make-up-Entferner von Isana und nehme halt das dann fürs Gesicht. Aber dieses Reinigungsöl oder Make-up-Entferneröl müsste man ja dann eigentlich auch für die Augen nehmen können. Also wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt mir es mal. Interessiert mich, würde ich mir eventuell mal holen und mal ausprobieren. Dann hatte ich beim Edeka das Fa Coconut Water mitgenommen. Ich liebe Fa. Ich muss sagen, wir sind sehr kompatibel. Die Duftrichtungen sind sehr schön und gehen auch wirklich gut in der Badewanne. Ich mag es sehr gerne zum Baden. Meine Männer nehmen es auch gerne zum Duschen. Wurde schon mehrfach nachgekauft. Noch eins von Fa habe ich für meine Männer mitgenommen, und zwar dieses Kick-Off. Das mögen die auch sehr gerne. Ja, eins ist gerade in Verwendung. Mal gucken, was sie sprechen. Ein paar Bonbons Acerola Kirsche. Ich mag die sehr gerne. Die nehme ich immer wieder mit und habe ich in jeder Tasche. Ja, Pick-Hustenbonbons Zitrone oder eben die. Na, das sind so meine Liebsten. Kneipp, Hashtag Happy. Ich glaube, das hatte ich euch im Aufgebraucht schon gezeigt. Eins habe ich schon aufgebraucht, eins habe ich noch. Das fand ich etwas intensiv, aber vielleicht kann man es ja aufteilen. Muss man mal ausprobieren. Also, aber so hat es gut geduftet. Die gehen jetzt alle raus und oder waren jetzt letzte Woche alle im Ausverkauf und da habe ich mir die zwei mitgenommen. Und noch eins von Crackle Moon, Basil. Basil Loves Tangerine. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das Grüne auf jeden Fall. Es riecht sehr gut. Liebestaumel-Badeschaum. Basilikum. Okay. Na gut, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich muss sagen, von Dragon Moon hatte ich ja jetzt schon zweimal so kleine Badeteile und die fand ich sehr gut im Gegensatz zu den Flaschen. Also vom Duft her schon schön. Also gucken wir mal. Bin gespannt.
Dann habe ich mir vorsichtshalber nochmal mitgenommen von Balea die Q10 Tagespflege mit dem Lichtschutzfaktor 30. Die nehme ich ja sehr gerne, mag ich. Und leider gibt es sie im Winter aber nicht. Naja, vielleicht auch irgendwie ganz sinnvoll. Lichtschutzfaktor 15 reicht wahrscheinlich im Winter. Aber es gibt ja auch im Winter schöne Tage und irgendwie, ja, ich will mal eine 30er haben, ne? Ich habe gedacht, ich nehme sie vorsichtshalber nochmal mit, bevor sie wieder erst im März oder so ins Angebot kommt. Dann habe ich mir vorsichtshalber von Balea die Schönheitsgeheimnisse des Ölpeeling nochmal mitgenommen. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eins, ein verschlossenes, unten angefangenes natürlich. Ich mag das sehr gerne und anscheinend gehen die raus. Also zumindest online gibt es die schon nicht mehr. Und ich habe irgendwie Angst gehabt, dass sie im Laden auch rausgehen. Ja, gucken wir mal, ne? Ich habe das alte nicht so gemocht, ja. Also vom Duft her. Und das neue fand ich bedeutend besser. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie wieder zu dem alten zurückgehen. Aber gut, ich werde was anderes finden, ne? Mitgenommen habe ich mir wieder von Denk mit den Badreiniger. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich hatte immer den Meister Propper, oder? Heißt der Meister Propper, ja. Der roch sehr gut, aber die Wirkung fand ich nicht so. So, und jetzt war auch bei mir mal der Speicher voll. Ja, ich mag den sehr gerne, der riecht sehr gut. Und ich finde, der tut auch ganz gut seinen Dienst. Und von daher kaufe ich mir den eigentlich immer wieder nach. Und hier nochmal das Schauma. Zweimal im Laden, ne? Wahrscheinlich zweimal das Shampoo mitgenommen. Dann habe ich mir diese Feuchttücher von Denk mit wieder mitgenommen. Die finde ich sehr gut und die riechen schön. Ja, halten bei mir eine Weile und ich mag einfach die Duftrichtung. Mitgenommen habe ich mir wieder das Enzympeeling von Detox. Ich finde es richtig gut und verhältnismäßig stark. Also ich merke das auf jeden Fall mehr auf der Haut als das von Cardia Vera. Wobei das Cardia Vera noch ein bisschen leichter ist wie das Balea vorher. Also ja, das hier muss man anrühren mit Pulver und Wasser. Und ja, habe ich jetzt das zweite Mal. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es tut auf jeden Fall was für die Haut. Einmal Crunchy Bar. Habe ich mir auch mitgenommen. Hatte ich wieder Hunger wahrscheinlich, als ich dort war. Und ja, ist okay. Leider ist mein Liebstes von Power System, glaube ich. Nee, von der Eigenmarke von DM. Das haben sie letztens mal verschleudert. Habe ich mir auch ganz viele mitgenommen. Und danach, jetzt ist es wieder neu reingekommen. Das ist dieser Crunchy-Eiweißriegel. Und irgendwie hat er jetzt einen Beigeschmack. Ich weiß nicht, der ist von der Rezeptur verändert worden, ist ja klar, ne? Hier ist das zweite von Dresdner Essence. Dann habe ich mitgenommen von L'Oreal den Sugar Scrub Verwöhnt trockene Haut mit Kakaobutter, glaube ich. Zucker-Kakaobutter. Der ist bei uns rausgegangen und ja, ich wollte ihn schon längst mal probieren und jetzt habe ich ihn halt mal mitgenommen. Ne? Nicht, dass ich ihn jetzt gebraucht hätte. Ich weiß auch gar nicht, wo er hinkommt. Gar keinen Platz mehr. Genauso wie die Teile, ne? Ich finde den Geruch toll, habe auch hier immer wieder Angst, dass es rausgeht und ich glaube, ich habe noch vier auf Vorrat. Also ich stinke vermutlich die nächsten Monate nicht. Hier nochmal ein Fahr von Edeka. Dieses Honey Elixier, da habe ich überlegt, ich wollte es erst im Laden lassen, aber es riecht so gut, ne? Das werde ich auf jeden Fall zum Baden testen. Aber es sind schon ein bisschen parfümig auch. Ne? Es ist halt immer noch eine Blüte dabei. Irgendwas. Was ist denn hier jetzt dabei? Mit Honig. Ja, Honig weiß ich. Also ich meine, es riecht noch ein bisschen blumig, aber sehr, sehr schön. So ein bisschen edel irgendwie. Naja, die Verpackung ist auch schön. Dann habe ich mir mitgenommen von Glade. Volcanic Coconut Coast, das ist so eine Duftkerze. Die habe ich jetzt beim Rewe mitgenommen. Die haben nämlich diese Glade Duftkerzen und ich finde, das riecht so nach Urlaub. Oh, ja, ich weiß gar nicht. Sehr süß, sehr intensiv und irgendwie nach Urlaub.
Deshalb habe ich mir eine zweite geholt. Eine ist jetzt gerade leer gegangen, die wird im nächsten Aufgebrauch auch drin sein, wenn ich es nicht vergesse. So, jetzt habe ich noch einmal Crunchy Bar. Und, ach ja, hier haben wir noch was. Ein Farb- und Schmutzfangtuch von Dr. Beckmann. Ja, ich finde die ganz gut. Ob sie wirklich was tun, weiß ich nicht, aber sie sind immer verfärbt. Also irgendwie fangen sie Farbe auf. Es funktioniert. Ist auf jeden Fall schon lange nichts mehr verfärbt. Und nochmal Draggy Moon. Sieht mal, was im Angebot war, ne? Da kaufe ich dann mehr gerne zwei, wenn es gut riecht. So, jetzt hab ich noch ein paar Sachen. Noch drei Sachen und dann tatsächlich auch noch was Dekoratives. Einmal habe ich mir noch den Labello mitgenommen, weil der mit Mango ist. Mango Tango. Und den wollte ich unbedingt mal testen. Ich mag das bestimmt vom Geruch her sehr gerne, könnte ich mir vorstellen. Noch ein Dove-Spray. Ja. Und aus dieser neuen Limited Edition diese Handcreme mit Brombeer und Gänseblümchenduft. Die habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe auch hier noch nicht geschnuppert. Bin sehr gespannt, wie sie mir gefällt. Und ja, es wird demnächst eine Creme leer gehen. Ich bin zurzeit total im Cremeaufbrauch. Ja, Stress. Stress, nicht Fieber. Nein, also meine Creme abends für die Füße ist jetzt fast leer. Und dann habe ich noch eine, die ist fast leer. Und ich habe noch eine Bodylotion, die ist fast leer. Und eben eine Handcreme, die ist fast leer. Eine Gesichtscreme, an der bin ich dran. Und ja, ich hoffe, im nächsten Aufgebraucht sind schon ein bisschen ein paar Sachen dabei. Und da freue ich mich auch auf die hier. Aber ich habe auch noch zwei, drei andere und auch offene, die erst leer gehen müssen. So, jetzt haben wir noch was Dekoratives. Und zwar habe ich einen neuen Augenbrauenstift gebraucht, weil ich irgendwie mit meinem alten momentan nicht so zufrieden bin. Meine Haare sind ziemlich gebleicht und irgendwie sind mir zu dunkel. Dann habe ich mir den hier mitgenommen von Essence. Eyebrow Designer heißt der. Der ist also relativ hell. Ihr seht jetzt gar nichts. So. Die Farbe passt auch gut, aber was mir hier total fehlt, ist der Spuli hier hinten. Mit diesem Ding da vorne kann ich nicht viel anfangen. Also ich nehme jetzt den Stift und den Spuli von dem anderen, weil irgendwie ist es für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir vermutlich den nicht mehr nachholen, sondern ich suche mir das nächste Mal einen mit einer Bürste hinten dran. Ja. Dann habe ich was entdeckt, bei dem ich mir überlegt habe, das probierst du mal, und zwar auch von Essence, ein Shine, Shine, Shine Lipgloss, so irgendwie Wettlook steht drauf. Ich glaube, der ist auch schon runtergesetzt, habe ich gesehen, aber ich habe ihn noch für einen alten Preis gekauft. Der ist so schön, ja, glitzerig und mehr oder weniger neutral von der Farbe her, außer der Glitzer natürlich, sieht man denn? Ich habe mir überlegt, ich habe so viele Lippenstifte, die matt sind und ich mag die eigentlich nicht nehmen, weil ich bin einfach kein Matt-Fan. Und dann wollte ich mir den quasi drüber geben, damit das Ganze ein bisschen, ja, einen Wettlook bekommt, diesen glänzenden Shiny halt. Und aber dann ist mir eingefallen, als ich den das erste Mal verwenden wollte, dass der sich dann ja verfärbt, ne? Weil das ist ja immer so ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich es ganz anders gemacht. Ich habe dann als erstes diesen Gloss draufgegeben und danach meinen matten Lippenstift. Und voilà, der Lippenstift glänzt. Es sieht gut aus, es klappt. Also genau das, was ich wollte. Super Sache. Werde ich auf jeden Fall bestimmt sehr oft verwenden und vielleicht auch mal ein paar Lippenstifte benutzen, die sonst das Ganze ja liegen bleiben. Also ich finde es klasse und das ist so ein bisschen erfrischend auch. Ich habe das Gefühl, es soll auch so ein bisschen so einen Plumping-Effekt haben. Ja, er hält ungefähr 2 Stunden, würde ich sagen. Dann esse ich immer irgendwie was anscheinend. Ja, so 2, 3 Stunden, dann würde ich ihn vielleicht nachtragen. Mit Lippenstift natürlich. So, mitgenommen habe ich mir diese Mascara und zwar die Lash Princess. Waterproof
Ich habe die noch nicht gehabt, aber ich habe gedacht, ich habe so viel Positives gehört und ich brauche eine neue Waterproof-Mascara. Meine Maybelline ist zwar wirklich gut und ich mag die auch sehr gerne, aber die ist von den Inhaltsstoffen her einfach nicht besonders und ich wollte mal was anderes testen. Ja, ich glaube, dass die etwas besser wegkommt. Gucken wir mal, ob sie auch was entsprechend tut. Vielleicht so ein bisschen mehr könnte sie auch tun. Die Maybelline tut. Ich habe da die Perfect Black. Sie ist in Ordnung, aber es ist mehr so eine Alltagsmascara. Und die hier jetzt, das ist L'Oréal. Die tut schon etwas mehr. Ne? Das ist die One Million von One Million, Million Volume oder so. Also diese schwarz-goldene, die finde ich richtig gut, würde ich mir auch nachholen auf jeden Fall. Und jetzt probiere ich eben die mal in der Waterproof-Fassung. Dann hat die liebe Amy, gibt es hier auch diesen YouTube-Kanal. Amy testet immer Nagellacke und kauft immer so schöne Nagellacke ein. Ich bin immer ganz neidisch. Ich verlinke euch den Kanal mal hier oben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hat diesen tollen Nagellack und alle anderen aus der gleichen Linie in die Kamera gehalten. Ich fand den total schön. Hätte mir gerne den roten gekauft, aber den gab es bei uns natürlich wieder nicht mehr. War ja klar. Und sie hat mir den Tipp gegeben, diesen Essence Ultra Dry, Ultra Quick Dry Top Coat drüber zu geben. Ich habe immer das Problem, Essence hält bei mir irgendwie nicht lange. Ich mache den abends drauf und am nächsten Abend ist der schon gesplittert, ne? Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das mal gleich aus, hole mir den gleich mit und habe den am Freitag oder am Donnerstag lackiert. Und dann den drüber gegeben. Heute ist Sonntag und ich hatte jetzt den ersten Tipwear, nennt man das. Also die ersten Macken vorne. Es ist immerhin Tag 3. Das ist schon mal okay. Also da bin ich schon, ist schon ganz gut. Und ich habe vorher auch einen Quick Dry Top Coat drüber gegeben. Und zwar diesen, also Manhattan. Und vorher hatte ich Sally Hansen. Und irgendwie hat es aber nicht so viel ausgemacht. Anscheinend ist der vielleicht ein bisschen besser. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein paar Mal ausprobieren. Ne? Vor allem mit denen, die bei mir normalerweise nicht halten. Da bin ich sehr gespannt. Aber die Farbe ist mega, mega schön. Ne? Also von dieser neuen Linie könnt ihr das sehen. Ich weiß nicht, oh, das hier so rüberkommt. Auch ein schönes Bürstchen. Die Größe ist ganz gut. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht gucke ich noch mal im anderen Laden, ob ich den Roten noch kriegt. Der war so ganz so ein bisschen dunkelrot, so abgeschwächt, nicht so knallig. Ja, könnte mir gut gefallen. Und Glitzer geht ja immer, ne? Amy sagt immer, sie wäre eine Elster. Ich auch. Ich bin auch eine Elster, ganz klar. So, und last but not least, die neue Challenge bei Instagram in der iGroup ist Liquid Eyeshadow und ich musste mir wirklich erstmal einen kaufen. Ich habe geguckt und habe nichts gefunden, was mir wirklich zugesagt hätte, außer den hier von Trend It Up. Das ist aber auch mehr so ein Notfallkauf gewesen, weil ich irgendwie nichts gefunden habe. Die Farbe gefällt mir ganz gut. Der sieht also so aus. Ich habe ihn jetzt auch schon einmal am Auge getestet und ich muss sagen, ich finde, man hat nicht allzu viel gesehen. Gut, es lag vielleicht auch an den Lidschatten unten drunter, beziehungsweise ich muss erst mal gucken, wie man mit diesen Dingern am besten umgeht, weil hier sieht er jetzt richtig gut aus. Aber ich fand, man hat nicht viel gesehen, ich weiß nicht. Also das muss ich noch mal testen, da bin ich selber gespannt drauf. Ja, das war es jetzt von mir heute. Jede Menge Kram. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Also, wem geht es noch genauso? Ich hoffe, ich bin da nicht alleine auf diesem Planeten. Aber es wird ja auch in mehrere Räume verteilt. Und das sind ja noch ein paar Sachen für die Küche dabei und für die Waschküche, ne? So war es hier. Und fürs Bad und ja. Und für meine Männer, ne? Ist auch nicht alles für mich. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst mir ein Abo da, wenn ihr die Verlosung nicht verpassen wollt oder meine Videos einfach gerne seht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen tollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.